Wenn ihr wissen wollt, wie man in Pet Simulator automatisch Coins farmt, ohne irgendwelche Exploits zu verwenden, dann schaut ihr zu. Zuerst sucht ihr auf Google nach Auto Hotkey. Geht auf die Seite von Auto Hotkey, klickt hier auf den Download-Button, nehmt natürlich die Current Version, ladet euch den Schmarrn einfach herunter und dann führt ihr diese Datei einfach erstmal aus. Um Auto Hotkey zu installieren, braucht ihr natürlich Administratorberechtigung. Ich mache jetzt einfach die Express-Installation, weil es mir komplett egal ist, wo der Spaß am Ende landet. Es ist eine virtuelle Maschine, wie man vielleicht erkennt. Und ich drücke auf Run Auto Hotkey. Auto Hotkey fragt euch direkt, ob ihr ein Skript schreiben wollt. Ihr drückt einfach auf Ja. Hier im Hintergrund seht ihr eine Documentary-Page, die ihr benutzen könnt, wenn ihr wollt. Und den Auto-Hotkey kann man für alle möglichen Sachen verwenden. Wir schreiben jetzt aber ein ganz einfaches Script, das einfach nur dafür sorgt, dass der Mausbutton ein paar Mal gedrückt gehalten wird. Dafür schreiben wir jetzt erstmal Hashtag MaxThreadsPerHotkey und dann machen wir 2, weil wir machen einen Toggle rein fürs An- und Ausschalten. Ich packe den Toggle einfach mal auf die Taste F1. Ihr könnt dafür jede andere Taste, die ihr euch vorstellen könnt, verwenden. Ich packe es jetzt auf F1, schreibe Doppelpunkt, Doppelpunkt, dann weiß der, dass wenn ich F1 drücke, irgendwas geschieht. Soll und was soll passieren? Erstmal nehmen wir eine Variable, die nenne ich jetzt einfach Schalter. Und Schalter ist Gegenteil von Schalter. Damit haben wir jetzt dafür gesorgt, dass wenn ihr den Knopf drückt, dass immer das Gegenteil von dem passiert, was vorher passiert ist. Direkt danach öffnen wir einen Loop, machen geschwungene Klammern auf und zu. Hier schreiben wir erstmal rein if in Klammern Schalter, dann nochmal geschwungene Klammern. If Schalter, dann Send L, das ist ein L, ein kleines L. L Button Down, das bedeutet, dass die linke Maustaste gedrückt gehalten wird. Dann stelle ich ein Sleep 800, sie wird 0,8 Sekunden lang gedrückt gehalten. Und danach kopieren wir das hier einfach wieder, pasten es hier rein und ändern Down um zu Up. Und die Taste wird wieder losgelassen. Und das Ganze in einem ewigen Loop, zwar alle 2 Sekunden zum Beispiel. Wenn ihr wollt, kann das auch jede Sekunde gemacht werden. Ich mache es aber 2 Sekunden, ist mir sonst zu viel. Also 2000 bedeutet 2 Sekunden. Und jetzt schreiben wir noch Else, weil wir wollen ja auch den Loop hier unterbrechen können, wenn uns danach ist. Deswegen schreiben wir einfach Break. Am Ende noch Return, wobei es nicht so notwendig ist, weil hier sowieso nichts drin steht. Aber wir haben jetzt einen simplen Script. Wenn ihr die Taste F1 drückt, dann wird der Schalter aktiviert. Wenn der Schalter aktiviert ist, wird die linke Maustaste für 0,8 Sekunden gedrückt gehalten. Dann wird sie wieder losgelassen und das Ganze wird alle 2 Sekunden wiederholt. Wenn ihr nochmal F1 drückt, wird der Schalter deaktiviert. Der Loop erkennt, dass der Schalter deaktiviert ist und der ganze Loop bricht ab. Dafür MaxThreadsPerHotkey 2, damit er sich das auch merken kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Datei speichern unter, an irgendeinen Punkt packen, wo ihr sie wiederfinden könnt, wie zum Beispiel auf dem Desktop. Hier ist es dann wichtig, dass ihr Punkt AHK hier hinten ran schreibt und zu alle Dateien wechselt. Codierung UTF-8 auch, falls ihr Umlaute oder SZ verwendet habt. Speichern. Jetzt können wir das hier schließen. Können Auto-Hotkey eigentlich auch schließen. Können den Spaß hier schließen. Haben hier unser Auto-Hotkey-Script. Und wenn ihr das Script ausführen wollt, macht einen Rechtsklick auf die Datei und drückt auf Run Script. Wenn ihr es schon mal getan habt, dann steht hier an Order Instance of the Script is already running. Und dann drückt ihr Ja. Das macht ihr immer dann, wenn irgendwas mit dem Script schief läuft. Jetzt könnt ihr einfach in Roblox reingehen. Das dauert bei mir eine Weile, weil ich auf einer virtuellen Maschine bin, die jetzt nicht sehr schnell ist. Aber es ist ja nur zum Zeigen da. Und natürlich müsst ihr euch mit dem Script vor eine der großen Kisten stellen. Bei solchen Coins wird es nicht funktionieren. Aber mit dem zweiten Account hier bin ich gar nicht so weit. Mit dem habe ich das Spiel ja gar nicht wirklich gespielt. Aber wie auch immer, ihr drückt jetzt einfach F1. Automatisch werden dann eure Pets rangesetzt und sobald die Kiste abgebaut wird, wird das Pet dann wieder rangesetzt. Ich habe jetzt nichts gedrückt, ich werde auch weiter nichts drücken. Ich hoffe jetzt einfach, dass irgendwas da vorne landet wieder und das Pet automatisch wieder rangesetzt wird, damit ich es euch zeigen kann. Falls euch übrigens fragt, warum ich auf einer virtuellen Maschine dieses Video aufnehme und mit einem zweiten Account, weil mein Main-Account gerade AFK farmt und ich wollte euch zeigen, wie man es neu einrichtet und bei mir ist es halt schon eingerichtet. Deswegen, ich laufe jetzt einfach hier hin, dass meine Maus wieder da drüber ist. So, jetzt warten wir und das Pet wurde automatisch rangesetzt. Jetzt stellt euch vor, ihr steht vor einer Kiste, die immer wieder in derselben Position steht. Genauso farmt ihr AFK. Ihr werdet aus dem Spiel nicht rausgeworfen, weil ihr ja immer wieder einen Input habt. Dementsprechend ist der einzige Grund, warum ihr aus dem Spiel rausfliegt, dass eure Internetverbindung abbricht, dass der Roblox-Client crasht oder dass es ein Update gab. Und eine von diesen drei Sachen passiert jede Nacht. Das kann ich euch versprechen. Ich habe es noch nie geschafft, eine Nacht lang durchzufarmen. Wie auch immer, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Das war's und ciao!